Starter. Was soll das heißen? Das ist der falsche! Oh, das ist der falsche! Sorry, das ist der falsche. Geh mir aus dem Weg. Quint, hat es geklappt? Alles okay? Ja, okay. Lass mich da rauf. Lass mich da rauf. Jetzt muss es auch noch unsichtbar sein. Um fair zu sein, sie sind nicht gerade heller. Nein. Au. Oh shit. Bis ich wiederkomme. Ich wäre voll nicht begeistert, wenn ich jetzt sterben würde. Ich wäre voll nicht begeistert. Schnell nach! Die Daten werfen. Bereit? Immer mit der Ruhe. Ich bin sofort da. Das war tatsächlich ein bisschen knapp. Gut, gut. Das erklärt es. Erklärt was? Wer hinter Weltflow steckt? Ja, vermutlich. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Fragen wir ihn selbst. Hier ist Fortbau. O'Brien hier. Was zur Hölle? O'Brien steckt dahinter? Direktor O'Brien. Ich weiß über alles Bescheid. Veltro ist nie zurückgekehrt. Es war alles ein Täuschungsmanöver. Von Ihnen inszeniert. Ihre eigene Veltro-Vorstellung. Und das nur, um jemand ganz Bestimmtes zu überlisten. Ah, oh mein ja Gott! Es war Columbo! Dun, dun, dun. Ich habe die Protokolle untersucht und manches könnte Sie interessieren. Dann zeig mal her. Ja, Sir. Ich sende Sie sofort. Was ist los? Verbindungsfehler? Ah, wir wurden entdeckt! Hey! Quint! Zwei Jungs decken Geheimnisse auf und werden gejagt. Wie bei der Falke und der Schneemann. Willst du mit deinen Computern sterben, du Idiot? Falke und der Schneemann. Warte, Kumpel! Hab's klar!
Ja, ich habe gesehen, dass der Download weitergeht. Toll. Das ist der Virus. Wir dürfen den Virus nicht rauslassen. Ach nee! Das Steuerungssystem muss im Labor sein. Chris! Oh, leise. Okay. Gerne leise. Beep. Sollte das ein Rätsel sein, Spiel? Ah, goody. Fertigstellung des neuen Virustyps. Das T-Abyss-Virus enthält genetisches Material des Abyss und des T-Virus. Deswegen haben wir es T-Abyss-Virus genannt, weil wir haben keine Fantasie und so. Für sich selbst ist das Virus zwar keine größere Bedrohung, ach doch, es hat uns möglich gemacht, waffenfähige Meeresviren zu studieren. Ich fürchte, mein Name wird eines Tages im Zusammenhang mit der Herstellung der furchtbarsten Waffe der Welt in Verbindung gebracht werden. Wieso hast du es dann getan? Simulationen zeigen, dass, wenn das Virus in gelöster, aber ausreichend konzentrierter Form in ein entsprechend großes Seegebiet entlassen werden würde, es innerhalb kürzester Zeit das gesamte Weltmeer verseuchen würde. Angefangen mit Bakterien zum Zeitpunkt der eigentlichen Kontamination, würde dann eine Kettenreaktion ausgelöst werden, die ausnahmslos alle Lebensformen im Meer betreffen würde. Würde. Sobald das T-Abyss-Virus einen Bereich des Meeres verseucht, wird es genetische Mutationen bei allen Lebensformen im Gebiet verursachen. Es ist unmöglich, die schwerwiegenden ökologischen Folgen für die Menschheit abzuschätzen. Ich bezweifle, dass es bei meiner Arbeit wirklich darum geht, Bioterrorismus und Ausbrüche von Biogefahren zu verhindern. Ach, nö, wirklich? Eine Magnum. Okay. Yay, Handabdruck. Verdammt. Oh yay, mehr Zeug. Tagebuch des Weltraumagenten, zweiter Teil. 2004, Tag 3 nach Missionsbeginn. Die Mission war ein Erfolg. Der Reacher ist die manifest gewordene Hölle auf Erden. Wir haben den ultimativen Virus entfesselt, um die Stadt in Angst und Schrecken zu versetzen. Die FPC hatte Soldaten geschickt, aber gegen uns waren sie machtlos. Unser Ziel ist erreicht. Die Welt weiß nun, dass sie nicht auf die Hölle warten muss. Sie ist bereits da. Öffne deine Augen, Welt. Öffne deine Augen und blicke der Wahrheit ins Antlitz. Bernard Corti. 2004, Tag 6 nach Missionsbeginn, das Schiff ist kontaminiert. Der Virus hat meine Karamaden in schreckliche Monster verwandelt, die alle anderen in Monster verwandelt. Wieso geschieht das? Wir wollten die Massen in die Hölle stürzen, nicht uns selbst. Gott im Himmel. Das gleiche geschieht auf der Semiramis.
Der Virus hat alle Schiffe kontaminiert, das kann kein Zufall sein. Irgendjemand hat uns die ganze Zeit übermüdet, aber wer? Keiner von uns würde jemals weiter hintergehen, nur der mysteriöse Geldgeber würde das tun. Er ist der Einzige, der nicht hier ist. Norman, wir brauchen Ihren Rat. Sie müssen uns aus dieser schrecklichen, der Rest des Papiers fehlt. Oh, mehr Zeug. Material zur Entdeckung von Malkoda. Die Entwicklung von Codename Malkoda war reiner Zufall. Wir infizierten verschiedene Fischarten mit dem THB-Virus als Teil unserer Forschung bezüglich Wasserbabys. Zufällig war eines dieser Testobjekte bereits mit Parasiten kontaminiert. Es handelt sich dabei um Gyrodactylus salaris, einen kleinen monogenetischen Ektoparasiten. THB-Virus infizierte damit sowohl den Wirt als auch den Parasiten, die aus der Doppelinfektion resultierende Mutation erlaubten in Konsequenz die Verbesserung der gesamten DNA-Entwicklung. Eine Malakoda-Larve ist 9 cm lang, da sie so klein ist, kann sie als Parasit verwendet werden, um einen Wirt mit einer ausgeschiedenen Flüssigkeit zu infizieren, die den Virus enthält. Der Parasit mutiert im Wirt und wächst rapide, vielleicht verstärkt das Verschleppen. Verstärkt der synergetische Effekt von THB-Virus zusammen mit dem Sekret, dem Metabolismus des Organismus. Die Größe des Malakoda steigt mit der Größe des Wirtes. Zwar müssen klinische Tests durchgeführt werden, doch mit einem Wal als Wirt wäre die Größe des Malakoda theoretisch grenzenlos. Das muss das Steuerungssystem des Labors sein. Funktioniert es? Wir brauchen einen Code, um das Neutralisationsmittel zu aktivieren. Okay, ich durchsuche das Labor. Gut, ich brauche Zeit, um die Steuerung zu verstehen. Schauen Sie hier lang. Ich habe den Türcode geknackt und öffne sie. Sei vorsichtig. Alles klar, darauf kannst du wetten. Dingsbumsi. Ich hab dir doch gesagt, du sollst aufpassen. Wer weiß, was für BOWs noch kommen. Was kann ich dafür?
gehabt. Zeug. Das Passwort kopieren, aber ich brauche erst eine Mitarbeiter-ID. Karte Labor. Taste drücken. Yay, ich muss zurück. Kannst du mich mal? Infektionsprotokoll der Queen's Inn, 13 Seiten, Forscher Ryan, fuck. 2004, nach dem letzten Akt der CRI-Tropanik bekannte Tragödie, haben wir das Schiff sichergestellt und unsere Mission schnell in unsere große Geheimhaltung ausgeführt. Die Regia Solis zerstörte die Stadt, jetzt ist das Schiff der einzige Ort, an dem die Ausbreitung und Mutation des T-Abyss beobachtet und erforscht werden kann. Dies ist der perfekte Ort, um Untersuchungen durchzuführen und diese Gelegenheit sollten wir so gut wie möglich ausnutzen. Der einzige große Nachteil sind die mit dem T-Abyss-Virus infizierten Wirte, sie werden die Forschung extrem erschweren. Es wird nicht lange dauern, bis diese Ordnung von Kreaturen wimmelt, wir müssen da schnell handeln. Unsere Forschung an dem Virus ist recht reibungslos fortgeschritten und wir waren in der Lage, einen Impfstoff zu entwickeln. Wir haben alle unsere Ziele erreicht und verlassen dieses Schiff. Ein paar unserer Teammitglieder haben diesen Moment leider nicht mehr erlebt, aber das gehört zur Forschung dazu. Es war Lansdale über... Als wir Lansdale über unseren Erfolg in Sachen Impfstoff berichtet haben, zeigte der untypische Anzeichen von Glückseligkeit. Nach ein paar ausgerissenen Seiten steht dort das hingekritzelt. Sobald wir die Forschungsdaten übertragen hatten, wurde die Einrichtung abgeriegelt und die BOS in diesem kryonischen Schlaf erwacht. Wie konnte ich nur übersehen, dass Veltro nicht das einzige verzichtbare Bauernopfer gewesen ist? Fast schon lustig irgendwie. Ich verstehe jetzt, dass er all diese Dinge arrangiert hat. Er hat den Terroristen den T-Abyss-Virus gegeben, der zur Terragischer-Panik geführt hat. Dadurch erhielten wir viele wertvolle Daten zur Infektion, was wiederum zur Entwicklung des Impfstoffs geführt hat. Scheiß drauf! Dank seiner verantwortlichen Stellung hat er die Regia Solis genutzt, um den Virus, die Terroristen und all die Nahen in der Stadt auszulöschen. Alle Spuren und Verbindungen zu uns verschwanden, als Konsequenz fürchtet die Welt den Virus und die FPC-Charter wurde verstärkt und erweitert. Ich bin von Ehrfurcht ergriffen, wenn ich daran denke, mit welcher Perfektion Lansdale all diese Ereignisse orchestriert hat, ein Fall für die Geschichtsbücher. Hoffentlich wird die Nachfrage nach dem Impfstoff unserer uns Überlebende die Lobpreisen... Chris, du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Morgan Lansdale von der FBC steckt hinter den Terragija-Angriffen. Davon hat Raymond also gesprochen. Scheint so. Ich habe bisher nur Indizienbeweise. Nichts, um ihn festzunageln. Ich brauche immer noch eine Mitarbeiter-ID. Ah, ich hab sie ja. Okay. Was heißt bitte warten? Ja, Piss. Download beendet. Schon wieder. Jill! Jill, kommen! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Das ist ein Notfall! Komm sofort her! Jawohl, Chef! Oh, wirklich? Oh, was zur? Lame!
Daten-Download. Bitte warten. Download beendet. So schön. Jill! Jill, kommen! Hörst du mich? Antworte, verdammt! Das ist ein Notfall! Komm sofort her! Ich kann hier einfach drüber schwimmen. Funktioniert nicht. Was da ist? Natürlich muss ich da raus. Jill, alles okay? Ja, vorerst. Verschwimmen, Leiter. Jill. Ich hab jetzt den Code. Gut. Neutralisieren wir den Virus. Autorisation bestätigt. Starte Virus-Neutralisierungsprogramm. Sachen umschnüffeln. Mit euch hatte ich allerdings nicht gerechnet. Das war mein einziger Fehler. Das war dein einziger du Fehler. Du warst es also. Okay. Beim Angriff auf Terra Grigia. Jill, pass auf! Meine das. Fehler werden wohl wieder gut gemacht. Ihr seid blinde Passagiere auf der Tenovia. Und ich höre euch jetzt beim Sterben. Zeug bekommen. Das sind Fischzombies. Schaden. Schaden 5. Virus-Neutralisierung beendet. Das hätte ich mir denken können. Ihr habt ja schließlich Umbrella gestürzt. Aber eure Tage des Räuber- und Gendarmspiels sind vorbei. Räuber- und Gendarmspiel? Wirklich? Ich hoffe, ihr begreift den Ernst der Situation und warum ich persönlich erscheine.
Ich habe eine große Schwäche. Viele Dinge machen mir Angst. Auch Kleinigkeiten. Ich muss jede Unvollkommenheit ausbügeln. Die BSAA, mein lieber Direktor O'Brien, eure ganze Organisation. Ihr ich liebe es, wie Chance Chris rübersieht und sich ihr denkt, habt doch nicht etwas erwartet, dass ich euch ungestört herumschnüffeln lasse. Macht euch doch nichts vor. Ihr seht mal. Euer Schicksal liegt in meinen Händen. Was zum... Die Queen Zenobia. Okay, mehr als zwei Kapitel schaffe ich nicht an einem Tag. Denn das... Also würde ich sagen, ich bin Elemental Force. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.